Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Lass mich deine Tücken bekrapschen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur. Er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Und dann... Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Da-da-da. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Frag Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Oh, hat sie denn nicht die Membran kaputt gemacht? Faye, ich habe unsere Rationen ausgepackt. Hier, nimm. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Ich bin mittlerweile schon etwas zuversichtlicher. Es wird dennoch keine angenehme Reise. Yay. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Wie
Mit Gelatine beschichtet? Videokassetten sind mit Gelatine beschichtet? Ja. Hast du mit Delvin geredet? Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du wirst deinen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Wie war die Nummer nochmal? Ich schreib's mir auf. Moment. Ich Schussel kann's mir gleich nicht merken. Nochmal. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist dieses Atom. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Die genaue ID gibt das System. Okay. Ja. Okay. Guck mal, ich hab hier was für dich. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lasse ich dich auch nicht rein. Wie? Ganz schön klebrig. Guck mal, ich hab hier was für dich. Leg es da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lass dich rein, wenn ich das mochte. Oh, lass es rein. Oh, eine Ratte. Was ist das? Was willst du? Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quicky kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell! Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Ja. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Okay, das war's schon. Gut. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Ich schaue mal nach den Kassetten. Kartons. Bei uns daheim sieht es genauso aus. Ja. Hier liegt ein Zettel. Anmeldeformulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus?
Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass Sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der Mission geholfen hätte. Auf welchem Stern Sie diesen Mann auch immer getroffen haben, er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts, nur braunes Papier. Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Die waren schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Geht der noch? Kaputt. Oh, okay. Da stand auch so ein hässlicher Bildschirm herum wie hier. Hat er noch funktioniert? Nein, war kaputt. Funktioniert eigentlich irgendetwas, das Sie anfassen? Bei mir nie. Grundsätzlich, wenn ich was anfasse, geht's kaputt. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Die Hängematte ist völlig zugemüllt. Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufräumen helfen? Das haben Sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut. So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Was? Hier schläfst du? Hm. Ist das nicht ein bisschen groß? Ach, was sag ich. Das ist bestimmt sehr gemütlich. Also ich habe doppelte Breite von dem Bett. Bücher über Bücher. Ich habe noch nie so viele auf einmal gesehen und in so gutem Zustand. Wow. Du liest wohl sehr viel, was? Nein. Aber du liest. Manchmal blättere ich noch mal durch, bevor ich sie anzünde. Oh. Der kann bestimmt gar nicht lesen. Die Flüsse von San Francisco. Von Gonzalo Benjamin. Konserven. Nährstoffbehälter. Sie müssen ihm erst kürzlich ausgegangen sein. Darf ich eins haben? Es könnte mir bei der Mission helfen. Nein! Das macht nichts. Ich schaffe es bestimmt auch ohne. Ist es nicht schlimm, dass wir so leben müssen? Jeden Tag ums Überleben kämpfen? Olivia hat gesagt, dass es in Marin noch einen vollen Supermarkt gibt. Da gibt es noch mehr davon. Nachdem die Mission beendet ist, werdet ihr ein besseres Leben führen. Das verspreche ich. Hm. Terminal. Ich hatte gehofft, so ein Ding nie wiederzusehen. Das ist aber nicht der Freund, von dem du immer sprichst. Nein, das ist Quickie. Puh, gut. Guten Tag, Sean Rathold. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID 21108321000 beginnt. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung drei Treffer. Erstens, das Manuskript zu Antimatter Day Shop von Ray Plemmitt. 21108321 0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 21108321 0089. Drittens, Videomaterial zu Die Indes-Katastrophe. 21108321 0091. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Yeah. Das muss wohl diese Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera sein. Geil. Hallo? Ich hoffe, sie hat sie eingepackt. Ja, geil. Box. Eine kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten.